Wie öffnet man sich am schnellsten eine Super 8 Kassette? Ganz einfach mit diesem langen, schwarzen, großen Werkzeug. Das ist ein Super 8 Kassettenöffner aus dem 3D-Drucker, den ich anhand einer technischen Zeichnung von Kodak ausgedruckt habe. Diese Anleitung oder besser gesagt technische Zeichnung habe ich zunächst in mein CAD-Programm eingegeben und dann dort das entsprechende 3D-Modell erstellt und ausdrucken lassen. Wie funktioniert der Öffner? Diese Seite hier, diese Aussparung hier, ist für Super 8 Kassetten, wie man sehen kann. Passt die Super 8 Kassette hier rein und wackelt nur ein bisschen rum. Diese Aussparung kann man zweierlei benutzen. Einmal für Tonfilmkassetten, Super 8 Tonfilmkassetten. Die haben hier unten nur noch was dran, um da den Ton aufnehmen zu können. Oder für Kleinbildfilme. Darauf werde ich jetzt hier aber nicht weiter eingehen. Hier soll es ausschließlich um das Öffnen von Super 8 Kassetten gehen. Wie funktioniert das Ganze? Das ist ganz simpel. Man nimmt sich diese Öffnung hier und die Kassette, die hat hier einen überstehenden Flansch, den man hier reinschieben muss. Man schiebt die Kassette so hier rein, dass sie so da drinnen liegt und macht dann einfach einmal beherzt Knack. So schnell geht das. Ich zeige es dann auch nochmal gleich in Zeitlupe. Und schon, tada, ist die Kassette geöffnet und man kann sich dann den vollen Filmwickel rausnehmen. Hier auf dem Filmwickel ist bloß nichts drauf, weil es eine noch unbelichtete Kassette ist, die sich aber leider nicht mehr entwickeln lässt, weil der Film hinüber ist. So schnell kann es gehen. In unter einer Sekunde kann man eine Super 8 Kassette öffnen. Den Link zum 3D-Modell von dem Öffner habe ich in die Beschreibung gepackt und noch einen ausführlichen Blogbeitrag über den Öffner kann man in der Beschreibung auch finden.